So, was ist jetzt der Kampfplan? Der Kampfplan ist, wir ziehen los und versuchen Ruby Ore zu bekommen. Ruby Ore brauchen wir, um das Ding hier zu bauen. Und wir brauchen auch noch Tin, aber nicht besonders viel. Das heißt, also wir können kein Crystal for Mashing Mining Drill benutzen, um die Edelsteine abzubauen. Das heißt, wir müssen sie von Hand abbauen. Das heißt, wir müssen unsere Stahlpicke benutzen. Aber wir haben ja auch gesehen, bei diesem Craft Modular Tool Ding, dass man da auch Edelsteine benutzen kann. Und zwar, wenn ich das richtig gelesen habe, Raw Edelsteine. Und das wären die, die wir bekommen, wenn wir die Leichen da verhackwursteln. Das heißt, die haben wir ja schon. Das heißt, wir dürften eigentlich... Mauer beschädigt, okay. Das heißt, wir dürften eigentlich jetzt schon in der Lage sein, richtig gute Picken herzustellen. Ich muss jetzt nur rausfinden, wo meine Roboter die eingelagert haben. Deswegen sollte ich echt alle Logistikkisten hier hinten hinbringen. Sonst suche ich mich wuschig. Ja. Advanced Grenade, Basic Grenade. Hier nehmen wir die Basic Grenade, die brauche ich nicht. Zwei davon und Circuit Presser und Clay kannst du auch haben. Ja, hier sind sie nicht. Wo sind sie dann? Ich habe das bei den Maschinen so eingestellt, dass es aktive Kisten sind. Das heißt, sie müssten eigentlich in den nächstgelegenen... Oh, warte mal. Ah doch, ist im Bereich drin. Sie müssten in die nächstgelegene Logistikkiste eigentlich eingelagert werden. Und wenn ich rausscrolle... Und das hier im Mittelpunkt des Bildschirms so einigermaßen lasse. Ist das nächstgelegene das da, oder? Ich sehe gar keine anderen. Aber es ist ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer zu erkennen. Ja, nee, hier unten ist nur die Kiste mit dem ganzen Brennstoff. Oben ist eine Steinkiste. Ich mache das anders. Ich schmeiß mal kurz das Chitin raus und ich hätte gerne... Raw Sapphire. Sapphire sollte ja das gute Zeug sein. Davon 100 Stück. Schön wär's. Und jetzt müssten eigentlich Roboter losfliegen und das irgendwo herholen und dann zu mir bringen. Und aus deren Anflugwinkel kann ich dann berechnen, wo die Edelsteine eingelagert wurden. Irgendwie kommt nichts. Die führen nur Steine hin und her, nö. Bin ich mein? Ja, ich bin im Einzugsgebiet. Ich stehe direkt daneben. Kommt schon, es wird bald dunkel. Habt ihr jetzt alle was zu tun, oder wie? Nee, 226 Roboter haben nichts zu tun. Deswegen ich langsam echt anfangen konnte, mit dem Erz das Roboter machen zu lassen. Die liefern mir das nicht. Aber... doch, da. Ich sehe 13... Irgendwas von Saphir. Das war Raw-Zeug. Oder sind, nee, sind Chunks. Chunks of Sapphire. Das ist kein Raw-Sapphire. Okay. Du mach mal bitte nicht Raw-Sapphire, sondern Chunks of... Nicht Crafting. Da. Wähl das da aus. Mach das da weg. Da. So, das heißt, ich muss die Chunks gleich irgendwo reinschmeißen. In einen von den ganzen Apparaten da. Ja gut, also brauchen wir doch immer eine Vorstufe. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass das Raw-Sachen waren. Ah, und der kommt von unten rechts. Von da irgendwo. Ah, die Schwefelkisten könnten es sein. Okay, kümmere ich mich später drum. Erst muss ich jetzt aus den Chunks... Da muss ich jetzt Raw machen. Vorher gucke ich allerdings, ob dem wirklich 31 Türme schießen. Sehr gut. Vorher gucke ich, ob das wirklich so ist. Also, Händel wäre dann wahrscheinlich aus Stahl. Rod wäre aus Stahl. Und der Kopf, darum geht es jetzt. Raw Sapphire. Polished wäre wahrscheinlich noch besser, aber das können wir halt noch nicht. Ja gut, also ich brauche dann eigentlich nur ein oder zwei Raw. Was macht Raw? Du machst Crushed, du machst Chunks
Du machst Raw. Du brauchst Stein. Das ist schon mal sehr gut. Da hast du jetzt einen bekommen. Und du machst aus einem Chunk mehrere Raw. Mach mal schneller. Oh, warte mal, kann ich dich auch... Nee, effektiver sein kannst du nicht. Du kannst nur schneller sein. Ah, schade. Hätten wir da noch ein bisschen multiplizieren können. Ich hoffe... Ja, der Kohle-Außenposten ist ein sehr guter Außenpuffer. Da gehen jetzt alle Angriffe rein. Okay, aus einem wird einer. Das macht auch Sinn. So, gucken wir jetzt mal. Raw Sapphire. Steel, Steel, Steel. Craft. Einmal bitte. Da. Mining Power 3. Damage 13. Mining Power 1,8. Ja, der ist dezent besser. Gut. Derart vorbereitet können wir jetzt schneller Sachen abbauen. Unter anderem auch Mauern. Und ich heiz jetzt mitten in der Nacht los. Das wird gar nichts bringen. Naja, doch, ich kann Basen zerstören. Oder im Dunkeln zu Tode fahren. Du da. Rin. Die Basis da unten kaputt machen. Die müsste eigentlich neu gespawnt sein. Also. Boah, du Kacke. Ja, ja. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin. Okay. Also, es sind neue Beißer da. Das waren keine Elderbeiter, das waren keine Berserker, das war irgendwas Großes, Lilanes. Lad mal bitte den letzten Speicherstand. Jetzt. Weiß ja, wo das Zeug liegt und so weiter. Ja, gut. Also ich kann jetzt keine Alien-Artefakte mehr einfach so farmen. Das ist ein wenig unpraktisch. Das heißt, ich warte jetzt erstmal den ganzen Tag ab. Bis der Tag vorbei ist, bis die Nacht vorbei ist und dann gucke ich mir das ganze tagsüber nochmal an. Ein bisschen sicherer. Ich bin jetzt irgendwie davon ausgegangen, ich kann da einfach durchholzen und gut ist. Du kannst schon mal weg. Wie geht es also jetzt weiter? Wenn wir nicht mehr selber durch das Auto aktiv an Alien-Artefakte rankommen und wir brauchen sehr viele Alien-Artefakte für die diverse Forschung. Also, um auch stark genug zu werden, um wieder aktiv jagen gehen zu können. Denn wahrscheinlich nicht mehr im Wagen. Das heißt, wir müssen jetzt entweder warten, bis die... Sehr geil. Wir müssen jetzt entweder so lange warten, bis die... Ich helfe dir mal ganz kurz. Da, weil die nehmen nicht den ganzen Stack. Die nehmen anscheinend wirklich immer nur zwei von den 5000. Wo war ich? Achso, wir müssen jetzt warten, bis die Beißer kommen, die die Eier droppen, damit wir aus den Eiern dann Science Packs machen können. Beziehungsweise aus den Eiern Artefakte und aus den Artefakten Science Packs. Das dauert. Das wird noch dauern, denke ich. Weil das waren, glaube ich, die Königinnen. Wenn ich das hier richtig gelesen habe. Genau, und aus dir machen wir bitte mal eine aktive Kiste. Weil ich will mein Lager schön zentral haben und nicht überall verstreut. Also da. So. Jetzt fliegen die Roboter. Wusch. Sehr gut. Skynet, du baust noch die da. Woran hapert's? An grünen Chips. Sehr schön. Wie kann ich nachgucken, wie viele Construction Bots ich habe? Hier nicht. Bei den Kisten kann ich nur nachgucken, wie viele Transport Bots ich habe. Da. Also ich müsste sie jetzt auftragen, reiß mal den Wald hier ab und dann gucken, wie viele Leute dahin fliegen. Wahrscheinlich, ne? Wobei, hier oben sind schon Abreißaufträge und da sind nicht so viele Roboter unterwegs. Also lasse ich es gar nicht mal so weitermachen, das passt schon. Hier sollte die Sandmauer hin, genau. Aber zurück zum Gameplan quasi. Das ist die eine Möglichkeit, die ich sehe. Wir warten jetzt einfach ab, bunkern uns ein, versuchen so gut es geht Richtung bessere Türme zu arbeiten. Also wir stehen uns zwischendurch raus, wir greifen keine Basis an, wir gucken einfach nur nach den Ressourcen. Versuchen stärkere Türme zu bekommen und warten dann auf die besseren Beißer.
Und wenn die dann kommen, dann harren wir einfach aus, töten ganz viele von denen, die uns angreifen, durch unsere Verteidigungsanlage, sammeln die Leichen ein, verarbeiten die Leichen, bekommen so die Alien-Artefakte. Und durch die Alien-Artefakte kommen wir technologisch weiter, um dann den Kampf nach außen zu tragen quasi. Und das sieht doch aus wie Crystal Formation. Und ich kann die gar nicht mit der Spitzhacke abbauen. Moment mal. Wenn ich. Das geht doch nicht auf. Chunks of Ruby. Oh doch, das geht auf. Ich hatte ja vor meinem Tod festgestellt, dass gar nicht der Raw Ruby droppt, sondern dass die Chunks of Ruby droppen. Das heißt, ich kann jetzt einfach in die Basis gehen, mir Chunks of Ruby holen und den Crystal Mining Drill dahinsetzen. Hat er keinen Strom, aber ich kann ihn hinsetzen. So. Also ich werde ihn dann einfach hinsetzen und da stehen bleiben und aufpassen. Sobald ich einen Gegner kommen sehe, sammle ich den Mining Drill ein, samt seinem gesamten Inhalt und fahre weg. Das wäre mein Plan. Ja, gib mir grüne Chips. So, wir hatten eine aktive Kiste da hinten hingepackt. Ich gucke nochmal ganz kurz bei der ganzen Schwefelgeschichte, die hier unten ist, ob da sie noch irgendwas verteilt hat. Da. Ja, da ist Doppel das Saphir-Zeug. Mach aus, mach die Kisten bitte mal weg. Mach daraus auch bitte aktive Kisten. So, das soll alles ins Zentrallager. Du, noch eine aktive Kiste. Und wenn die leer sind, können wir sie später wieder abreißen. So, ganz viel Schwefel. Wobei, stopp. Aus dir machen wir einfach eine passive Kiste. So bist du indirekt auch eine Storage-Kiste, aber halt nur für Schwefel halt. So, die wird aber leer gemacht, weil da Mix-Max-Zeug drin ist. Gut. Ich suche immer noch die Rubine, die werden schon im Lager sein. Ich müsste nie wieder den Boden berühren. Ich kann einfach über den rüber laufen. Das kennen wir von früher, ha? Dabei sind wir bei 266 Robotern. Wegen dem Tod. Ich glaube, vor meinem Tod, also in den 10 Minuten oder was, die ich vorher noch am Leben war, waren wir auf 288 Roboter oder so um den Dreh. So, wo sind jetzt hier meine Rubine? Da, 37 Stück. Wie viel brauche ich? Zwei. Da. Eins, zwei. Und Bronze. Das ist jetzt eher ein Problem. Also zum einen habe ich es, glaube ich, noch gar nicht erforscht. Und dann weiß ich auch gar nicht, wo das ist. Das da wird Gold sein. Das da ist was Unbekanntes, das ist was Unbekanntes. Das helle Weiße sind die Edelsteine. Ja, das könnte wirklich Tin oder Zink sein. Also Zinn oder Zink. Ich überlege immer, ob ich das zu Fuß machen soll oder ob ich hier mit dem Auto fahren soll. Mit dem Auto sehe ich aber so wenig. Und inzwischen wäre doch ziemlich flott. So. So, wo will ich hin? Ich will nur zu diesem kleinen Popelfeld da. Wir gucken, wie die Farbe aussieht. Und ich würde richtig gerne, ich weiß nicht, ob ich es schon mal angemerkt habe hier in dem Spiel, ich würde richtig gerne Notizen auf der Karte setzen können. Das muss hier irgendwo sein. Hinter den Bäumen, ja, natürlich. Ups. Hallo? Knock, knock. Oben links von mir. Oben links von mir liegt Schrott. Ach da, Tin. Ja, her damit. Wow. Ich hätte vorher doch die bessere Picke bauen sollen. Na gut, wir brauchen 10 Bronze waren das. Das war 3 Teile Kupfer, ein Teil Zinn. Oder war es 3 Teile Zinn, ein Teil Kupfer? Ich hoffe nicht. Weil entweder brauchen wir so nur 2, noch was Teile Zinn oder wir brauchen 30 Teile Zinn. Und 30 mal hier abbauen will ich nicht so wirklich.
Können wir da schummeln? Ich könnte ganz schnell eine Stromleitung hier hinlegen. Mining. Warte mal. Wie viel ist denn noch drin? 16. Ja, nee, komm. Dafür baue ich jetzt nicht eine Mining-Anlage hier auf, setze Kabel hin und was weiß ich. Gut, wie nutze ich die Zeit am besten? Also, Langzeitplanung. Wie gesagt, erstmal ausharren, bis die Königin auftaucht. Aber das klingt alles recht lang. Also wir haben einen neuen Beißer gesehen. Ich weiß nicht, welche Art von Beißer das ist. Und ich weiß nicht, wie viele Beißer es allgemein gibt. Ich will es auch gar nicht wissen, weil das ist eine schöne Überraschung, wenn halt neue Sachen da sind. Ich weiß, es gibt noch einen König. Das wurde schon in den Kommentaren erwähnt. Es gibt eine Königin. Es soll irgendwas so einen Emerald-Riesenbeißer geben. Aber dieses lila Ding? Keine Ahnung. Gucken wir uns gleich mal an. Also es ist für mich ungewiss, wie viele Zwischenstufen wir noch haben bis zur Königin. Das heißt, es kann gut sein, dass wir jetzt noch 100 Folgen warten müssen, bis die Königin da ist. Und jetzt 100 Folgen lang einbunkern in der Hoffnung, dass irgendwann eine Königin kommt, damit wir Science Packs bekommen. Um die Forschung hochzutreiben, ist jetzt nicht so wirklich super spannend. Danke, von oben ist okay. Das heißt, so klappt das nicht. Wir könnten jederzeit Tower Crawling machen. Also wir könnten mit unserer Turmreihe einfach immer ein Stückchen vorgehen, Stückchen vorgehen, Stückchen vorgehen. Und so nach und nach die Basen übernehmen. Aber das ist... Zum einen ist es viel Arbeit. Das könnten wir durch Blueprints erleichtern. Also wir sagen einfach immer den Robotern, hier setzt eine Reihe Lasertürme. Und dann macht die Reihe Lasertürme hinter euch kaputt. Dann setzt wieder eine Reihe Lasertürme. Und in den Blueprints sind auch gleich die Mauern mit drin. Und da sind irgendwelche roten Punkte neben mir. Ich glaube, ich halte mein Fluchtfahrzeug bereit. So. Ich komme echt wie so ein Räuber irgendwie vor. So ein Plünderer, der auf einem feindlichen Claim ist und da einfach buddelt. Ja, also wir könnten das mit den Türmen machen, aber das, wie gesagt, ist so ein bisschen bäh. Mit dem Auto klappt's. Ne, ich darf es nicht verallgemeinern. Das mache ich recht häufig, auch in anderen Spielen. Da läuft es dann einmal schief und dann denke ich, oh, das klappt niemals. Und dann gehe ich weg und mache irgendwas anderes. Es war nachts. Ich habe neue Beißer gesehen. Ich bin einfach mitten durch die durch. Das waren zwei oder drei von diesen neuen. Und dann waren nur noch andere Viecher und es waren die Spawner da und all sowas. Also hätte ich da ein bisschen vorsichtiger die Sache angepackt, dann hätte das auch klappen können. So, Tin ist leer. Ich counter das Reinsetzen in einen Wagen, was alles dunkler macht, durch das Anlegen von Handgranaten. Das ist sehr komisch. Oh, was haben wir da? Silber. Silber bräuchten wir für... Oh. Silber bräuchten wir für Elektrum, aber Elektrum haben wir schon. Ich wollte gerade sagen, warum wird es plötzlich hell? Aber die Basis ist ja hier. Da ist irgendwas. Noch mehr Silber. Was haben wir da? Tungsten. Noch mehr Silber. Ja, Silber, 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 Silber. Was sagt die Karte? Da. Geradeaus. Das könnte Tin sein. Hier irgendwo. Genau, links von mir, wo ich nichts sehen kann. Da. Ich krieg kein aufblinkendes, was auch immer. Ja, hier ist nichts. Bist du direkt links von mir beim Wasser? Oh. Es sind die Wasserfelder. Ja, gut. Die werde ich nicht abbauen können. Wo haben wir noch was? Das da hinten ist eine ganz andere Farbe und das da glaube ich auch. Kupferfeld. Armer Wagen. Das ist eine Basis, nicht gut. Oh, ich bin schon da vorbei. Da. Zink und Zink. Okay, erstmal aussteigen. Ein bisschen reparieren. Dann baue ich von beidem etwas ab. Einfach nur, um es zu haben, falls wir die Legierung doch irgendwann für irgendwas Besonderes brauchen.
Und da muss ich mir überlegen, wo ich das einschmelze. Weil ich werde es nicht einfach in den Schmelzofen schmeißen können. Oder?